So, liebe LS-Freunde, ich meine, moin Leute, welcome back oder wie auch immer. Willkommen zurück zu Let's Play Spintires. Wir waren auf unserer finalen Strecke für diese Ziellieferung. Beziehungsweise wir fahren gleich wirklich auf die finale Strecke. Jo, läuft auf jeden Fall bei uns. Könnte nicht besser sein. Bisher sind wir noch nicht wirklich wieder umgekippt oder haben uns festgefahren. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch so bleibt. Dass die guten Holzfällergeister bei uns sind. Oder die Holzgeister oder wie es auch immer ist. Und dass wir jetzt nicht in diesem Schlammloch stecken bleiben. Wasserloch, aber wir bleiben nicht stecken. Alles easy going. Locker machbar. Ich fahre doch jetzt richtig, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Jo. Einfach immer der... Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf 40 Kilometer. Es sind vielleicht keine 40, aber egal. Ich sollte nicht immer so schnell fahren, weil ich kann es auch nicht lassen. Es wird... Oh, Bremsen. Muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren. Ich fahr mal lieber hier ein bisschen durch das Schlammloch. Jetzt, wenn ich jetzt einen Abgang mache, ne, dann... Weiß ich auch nicht mehr. Oh, meine Fresse nochmal. Ich sehe es schon kommen. Ich bin gleich direkt vom Ziel. Bom, umgekippt. Das ist echt die größte Befürchtung mit diesem LKW. Ich meine, das Hinstellen wäre nicht das Problem. Nur das Ding ist, wenn er umkippt, dann verliere ich auch leider meine Holzladung. Muss die neu holen. Wenn ich ihn nur wieder hinstellen müsste, das wäre noch das kleinste Problem. Würde ich gerade wieder mit dem großen gerade ziehen, nur das geht leider nicht. Oh Gott, Leute. Echt ein bisschen Schieflage. Komm schon, komm schon. Komm, ich glaube an dich. Jawohl, wir haben es geschafft. Die Gefahr haben wir schon mal überwunden. Wir sind auch nur irgendwie in der Nacht unterwegs, habe ich langsam das Gefühl. Also hier, die Tage sind hier echt kurz. Die Nächte lang. Sehr lang. Ich weiß gar nicht, in wie viele Parts waren wir überhaupt mal am Tag unterwegs. Ich erinnere mich fast immer nur daran, dass wir nachts unterwegs waren. Also ganz viele waren das nicht. So, und da wird es nämlich jetzt, glaube ich, nochmal kurz ein bisschen gefährlich. Bei dem Wasserloch. Wobei mir das sicherer aussieht, als da über den Hügel zu fahren. Ein stilles, stilles Let's Play von mir. Ich weiß gerade echt nie, was ich sagen soll. Ich bin hoch angespannt, dass ich bloß diesen LKW da jetzt alle hinbringe. Meine Ladung. Damit der Chef auch bloß nicht sauer wird. Jetzt kippe ich hier so um. Das wär's. Aber Leute, wir schaffen das locker flockig. Oder? Oh Gottes Willen. Das wär's jetzt. Ja, Leute, wir schaffen das locker flockig. Boom. Umgekippt. Wenn wir uns jetzt festfahren, ne? Wenn wir uns jetzt festfahren. Dann
Dann leck mir aber die Füße, du. Komm schon. Nein. Bitte. Das ist jetzt nicht wahr hier. Ah, es ist. Wir stehen nur ein bisschen im Stau hier. Ein bisschen stockender Verkehr. Und ein bisschen langsamer voran. Aber wir kommen voran. Ah, da haben wir wieder ein bisschen festeren Boden, untere Füße vorne. Aber es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir fahren in das Ziel hinein. Wir haben unsere Ladung erfolgreich angebracht. So. Bitte einmal entladen. Besten Dank. Und damit haben wir diese Werkstatt, beziehungsweise dieses, ja, Werkstatt nicht, dieses Ziel freigeschaltet. Jetzt müssen wir hier hin. Ich will jetzt ja nichts sagen, aber der Weg wirkt irgendwie noch länger. Ich glaube, wir fahren, aber diesmal auch nicht hier lang und dann hier über diesen blöden Weg, sondern fahren vielleicht hier querfeldein. Über diesen anderen schnuckligen Weg. Erstmal steigen wir jetzt wieder in unseren was anderes Fahrzeug. Ich weiß zwar nicht, welches das hier jetzt gerade ist. Lass mich das doch. Ja, genau. Mit dem fahren wir auf jeden Fall. Ne, mit dem wollte ich eigentlich auch nicht. Genau. Den wollte ich. Ach, das war ja wieder nur hier unser, Wollt mal an, das sieht schnieke aus. Unser Süßer mit zwei Kabinen, der aber nichts fahren kann. Wo chillt denn unser anderes Fahrzeug rum? Was bist du für eine? Dann nehmen wir dich. Wir nehmen dich jetzt erstmal. Werkstatt, ja. So. Dann bauen wir dich doch mal um. Das bauen wir mal ab. Wir bauen, nee, Straßenräder wollen wir mal nicht. Oder? Das sind Straßenräder. Es könnten sogar diesmal Straßenräder ganz sinnvoll sein. Wir nehmen Straßenräder diesmal. Dann nehmen wir einen Holzauflieger und den mittleren Holzanhänger diesmal. So. Sind wir in der richtigen Werkstatt, sind wir. Geben da mal Gas. Achso, wir können euch mit dem Frontauspuff fahren. Sieht besser aus. Ist das möglich? Zusatzbeleuchtung. Ne, die möchte ich haben. Kabinenschutz ist auch nicht schlecht. Ersatzrad ist auch nicht schlecht. Das bringt uns Reparaturpunkte. Ladeholzauflieger. Sonst. Ah, wir. Huchala. Sonst können wir nichts. Was mache ich denn hier so? Sieht auf jeden Fall immer schnieker aus, der Truck. Bisschen was anderes. Da fahren wir jetzt mal mit unserer Straßenbereifung, was wahrscheinlich auch nicht der schlauste war, aber egal. Wir müssen, glaube ich, diesmal mehr Straße fahren. Beziehungsweise nicht so schlammige Wege. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das müssen. Und da ist die Verarbeitung auch vom Video abgeschlossen. Und zwar der Let's Test Gregory Bilson RW 9. Da seht ihr mal, wie aktuell dieses Video ist, wenn ihr es seht. Aber das ist jetzt bei den Spin-Test-Parts immer so. Weil ich habe auch einfach, wenn ich Spin-Test aufnehme, habe ich einfach nie so nur 15 Minuten aufnehmen. Wenn, dann zocke ich das immer richtig, richtig lange. Weil ich da einfach mega Bock dann drauf habe. Aber jeden Tag nur so 15 Minuten aufnehmen oder immer nur dann, wenn ich was hochlade, dann nee, das ist nix. Bin mir noch nicht so sicher, ob unsere Straßenreifen die allerbeste Entscheidung waren. Ich weiß es noch nicht. Bis jetzt
machen sie sich noch nicht negativ. Der einzigste Nachteil ist, dass die vorne eigentlich recht dünn sind, ne? Damit fahren wir uns echt extrem schnell fest. Und der zweite Nachteil ist die Feder nicht gut. Dafür sind wir aber gleich auf der Straße, die wir ja relativ weit fahren müssen, ziemlich schnell wahrscheinlich. Das ist dafür ein Vorteil. Ja, ich würde sagen, wir fahren dann auch gleich zweimal mit diesem LKW. Denn wir müssen so oder so zweimal fahren, egal welches Fahrzeug wir nehmen. Und die anderen beiden hatten wir ja schon, jetzt machen wir noch zwei Touren mit dem hier, weil das hier ist einfach irgendwie immer noch mein absoluter Lieblings-LKW. Jetzt mit heißt der diese schöne Seitenbeleuchtung noch. Und dann diesen Überrollbügel. Oh ja, den finde ich ganz schnick. Finde ich auf jeden Fall nämlich geiler, als wenn ich jetzt mit diesem großen Geschoss wieder fahren muss, das, wo ich mich dann wieder über den Wendekreis so aufrege. Der hier, der kann man wenigstens schön mit drehen. Allrad könnten wir auch mal anschalten, das wäre auch sinnvoll. Irgendwo muss doch jetzt auch mal die Werkstatt kommen. Ach, Werkstatt, das Holzfäller-Dings, die Bumste. Wir sind aber auf dem richtigen Weg, oder? Wir sind auf dem richtigen Weg. Dann wird in der nächsten Folge wohl die große Reise anfangen. Bin mal gespannt, ob man das in 15 Minuten schafft, da hinzukommen. Ich glaub's fast nicht. Diese Folge holen wir noch Holz. Und dann ich werde auch schon wieder müde. Wobei, es ist jetzt 23.17 Uhr, das geht eigentlich noch. Ich habe Spinter schon später aufgenommen. Demnächst werde ich es wahrscheinlich nur noch nachmittags oder so aufnehmen oder irgendwann abends, so gegen 20 Uhr. Da werde ich nicht mehr ganz so lange dann wach bleiben. Denn dann geht der Alltag wieder los. Wieder früh aufstehen. Oh nee, Leute. Das ist echt nicht gut. Ich meine, ich stehe in den Ferien auch nicht gerade ein bisschen spät auf. Aber so früh. Vor allem, ich bin auch so ein Mensch. Ich kann echt nicht früh ins Bett gehen. Also, auch wenn ich morgens früh raus muss, ne? Ich bin trotzdem meistens noch bis 0 Uhr, 1 Uhr wach. Da muss dann natürlich der Schlaf ein bisschen drunter leiden. So, jetzt sehe ich nichts mehr hier. Ich wollte ja eigentlich rüber zurück, nur leider kann ich jetzt gerade meinen Trailer nicht sehen. Daher wird das auch nichts. Egal. Machen wir anders, wir drehen da hinten gerade. Ich finde ja, diese Lager hier, das hätten sie ein bisschen kleiner machen können. Ganz ehrlich, das ist echt doch ein bisschen groß. So, jetzt lagern wir mal Holz. Laden wir das mal an. Kurzholz, mittlere Stämme, aufladen. So. Und das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.